unser Gehirn besteht aus Eiweiß. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Ei, Sie kochen ein Ei und das können Sie auch bei nur 42 Grad nur lange genug im warmen Wasser lassen. Das denaturiert. Das wird von flüssig, klar Eiweiß zu weißem, festen Eiweiß. Und das ist nicht wieder rückumkehrbar zu machen. Und genau das passiert mit unseren Körpern. Die Mechanismen sind komplex und noch ein bisschen anders, aber das ist tödlich und das ist nicht zu behandeln. Also ich kann nicht einen Menschen, der ein denaturiertes Eiweiß in seinem Gehirn hat, der ist nicht wieder zurückzuholen.